Ich finde es übrigens sehr schön, dass man da nicht abbremsen muss. Also nicht wie bei den Planeten, sondern da bremst man einfach so ab. So, das habe ich schon gelernt. Tor verschlossen bedeutet, wir können da noch nicht reinfliegen. Dann macht es Dong. Das habe ich in dem Durchgang davor nämlich einmal hingekriegt. Man muss einmal durch das, um das Tor rum und zur dazugehörigen Station. Hier kann man übrigens rüberfliegen. Also man rammt die Station nicht. Man kann da einfach oben rüberfliegen, was ein bisschen... Naja, es ist anders als bei allen anderen Teilen. Ne? Bisher musste man immer aufpassen, dass man nichts rammt, aber hier geht das halt. Und willkommen, geschätzter Kunde. Seid ihr bereit für die ultimative Reise durch die Sterne? Natürlich. Wer bist du denn? Ein Tor zu betreiben mag nicht sonderlich glanzvoll sein. Nein, es ist völlig glanzlos. Aber ach, diese Provisionen. Herrlich. Gut, Arbeit? Hast du was zu tun? Hier? Oh, Kunden, wenn dem doch so wäre. Versucht es vielleicht bei unserem Hauptraumhafen. Die hatten gerade nichts. Service. Händler. Guck mal, die wollen was verkaufen. Ich gehe mal kurz in den Shop, weil mich mal interessiert, was die verkaufen. Die verkaufen einen grünen Yamnops, ein Parasit, der einen von innen heraus reinigt und heilt. Aha. Persönlicher Schild. Und hier ein Flisuschleimwickel, ein kalter, abstoßender Sack regenerierenden Schleims. Nicht übel. Aha, hier gibt es also auch Reparaturen, das wusste ich nicht. Händler. Aha, der würde also jetzt hier dieses komische Astrolabium kaufen, weil er nämlich Sternreisen macht. Ja, Torereisen. Gut, Notfallsender möchte ich behalten, Werkzeugkasten auch und die Verband auch. 76 Credits. Auf die Pflanze. So war es nicht gedacht, aber egal. So, danke, vielen Dank, viel großzügig. Okay, ist okay, okay. Ja, okay. Ich habe eine Pflanze verkauft, die ich nicht verkaufen wollte. So, zum Tor. Bestätigt. Seid ihr bereit, eure Credits zu transferieren? 41 Stück wären es. Ja, bitte. Na dann, danke für die Buchung. Ihr dürft passieren. So, dann verlassen wir mal diese ungastliche Handelsecke. Tor ist bereit. Ich ebenfalls. Ich flieg da mal rein. Und los geht's. Oh, das war knapp. Gerade noch gerettet. Ich versuche mal hier in den Orbit reinzukommen. Was gar nicht so einfach ist, wenn ich mal ehrlich bin. Denn der blöde Planet hat eine Gravitation, die... Wow. Okay, Abfangkurs. Das Schiff hat mich gerettet. So, und bevor ich es vergesse, hallo, ich bin wieder da. So, was? Kontakt. Oh. Willkommen im Raum der Glukater Handelsallianz. Ihr wurde nach dem Zufallsprinzip für einen Scan nach Zoll- und Schmugglerware ausgewählt. Wir erwarten da mal eure vollständige Kooperation. Ich scanne mal, oder habt ihr was dagegen?
Naja, gut, der Scan ist abgeschlossen. Keine Zollvergehen oder Schmuggler waren entdeckt. Danke, geschätzter Kunde. Ich wünsche euch einen profitablen Tag. Ich mach dann mal weiter meine Arbeit, stupide Scannen und überhaupt. Hast du was Interessantes gehört? Ja, hütet euch vor Opportunisten. Nur offizielle Gluckt-Eintreiber sind berechtigt, im Namen der Gluckater Handelsallianz Schulden einzutreiben und Eigentum zu beschlagnahmen. Hast du noch Arbeit für mich? Ja, Arbeit, naja, versuch es mal bei unseren Sternenbasen. Viele unserer Unternehmer brauchen Kuriere. Und manchmal auch andere Dienstleistungen, die erzähle ich euch jetzt aber nicht, was damit gemeint ist. Aha. Bis zur Gespräche, erzähl doch mal ein bisschen was über dich und deine Gesellschaft. Ach, na ja, geschätzter Kunde, die Gluckater Handelsallianz hilft euch durch diese schweren Zeiten. Ihr braucht es, wir haben es, ihr habt es, wir wollen es und das Ganze ohne Garantie gilt nicht für Müll, aber für Kostbares, oh ja, und wir haben alle den gleichen Satz und reden auch alle immer dasselbe, weil wir kriegen das eingetrichtert auf der Flugakademie. Deswegen erzählen wir euch immer dasselbe bei dieser Frage. Na gut, kennst du die Jassikan-Ruinen? So viel Gerede und das findet kein Ende. Hast du nichts zu tun oder willst du mich immer noch weiter hier? Naja. Na gut, dann tschüss und danke. Naja, immer schön sauer bleiben und nicht erwischen lassen. Ich gehe mal weiterfliegen. Wo muss ich denn hin? So. Einmal ein bisschen Zollkontrolle. Und weiter geht's. Was? Wieso war ich denn jetzt auf dem Planeten? Was war denn das? So. Hey. Ich muss mal kurz hier bremsen. Ah, verdammt. Was sind denn das für Anziehungskräfte hier? Ganz ehrlich, das ist ja... Habe ich noch einen Sprung? Weil aus dem System hier... Ich muss mal abhauen. Was ist denn das? So, Miriam hat Verbrennungen erlitten. Ich bin gerade flugtechnisch gar nicht klargekommen hier. Okay, das war ein gelber Stern. Okay, was ist denn das? Aufhören, Reparaturen, Schiffswerft. Petra-Pepi-System. Fliege ich sofort hin. Fliege ich sofort hin. Und dann wird da mal ein bisschen geguckt, was wir noch haben. Und wir haben ja noch nichts. Wir haben ja nichts Neues. Das sind ziemlich große Zahlen auf der galaktischen Karte. Dauert wohl noch eine Weile, bis wir zu Hause sind. 75 Jahre. Wer ist das? Hallo. Menschen, was haltet ihr von einer Investition in eine einmalige Gelegenheit? Eine Chance auf ein Vermögen ein, aber nicht doch kein Grund, mich so misstrauisch zu beäugen. Ich bin lieb. Keine Sorge, keine Sorge. Ich habe hier eine Erfindung, die jeder haben wollen wird und der niemand wird widerstehen können. Ihr müsstet mir nur ein paar Credits leihen, damit die Produktion beginnen kann. Ich schwöre, ich verdopple... Nein, ich verdreifache eure Investition unter Garantie. Ich habe keine 180 Credits, tut mir leid. Wirklich noch kein Geld? Soll ich später wiederkommen? Jo, mach mal. Ja, ihr beschafft Geld und ich komme wieder. Ja, ich nehme euch dann. Ich meine, wir werden noch mal in Fahndung treten. Cool gemacht. Gut, also, ich habe den Eindruck, der haut uns auch über die Ohren. Ich weiß auch nicht, wieso. So, und wir sind wieder in der friedlichen Galaxie angekommen und haben unsere eigenen Probleme. Dieses Bergungsset ist gut ausgestattet, damit sollten wir ohne Probleme neue Technologien finden können. Das ist super. Ach, da muss ich gar nicht abbremsen. Ich muss nur reinfliegen. Das ist eine Raumstation.
Deswegen waren hier auch so viele außerirdische Schiffe, weil Raumstation halt. So, wo ist sie denn? Irgendwo da geradeaus. Und ich hoffe, ich ramme nicht zu viel. Okay, geradeaus geht's. Zack, zack. Dann muss ich bloß hier irgendwie außen rum fliegen. Okay. Gibt es eigentlich auch Raumstationen, wo man gerade reinfliegen kann? Oder muss man immer außen rum? Ist nur so eine Frage. Also sie sind bisher ja immer so gedreht, dass man um die Station rumfliegen muss, damit man andocken kann. Ist auffällig, dass das immer gleich ist. Und ey, wieder so ein niedlicher kleiner Roboter. Gut, den kennen wir ja schon. Ich mach mal kurz. Auffüllen. Auffüllen brauche ich noch nicht. Schifftriebwerke. Ich gehe nochmal hier kurz ins Labor. Ich habe ja noch... Hier ist immer noch der Treibstoff. Der reicht. Und hier ist für meinen Sprungantrieb. Okay, das brauchen wir also nicht. Brauchen wir beides nicht. Danke. Reparaturen. Schiffsscanner, Landemodulsensoren. Okay, ich habe 120. Schiffswerft. Schützt das Landemodul vor Blitzschlägen. Verbessert die Luftzirkulation und Landemodul bei windigem Wetter. Wäre vielleicht was. Wäre was. Wäre was. Vielleicht. Weiß ich nicht. Stoßdämpfer ist aber auch schön. Andersherum, wir haben kaum Geld. Nee. Wisst ihr was, Leute? Wir sparen mal noch. Ist vielleicht eine blöde Idee, aber ich spare mal noch und gucke mir erstmal die Planeten hier an. Denn dieses System ist ja nicht ganz so wie das letzte, wo ich ja gar keinen Fuß fassen konnte. Das war ja... Das war ja faszinierend. Oh, Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt. Eieiei. Ja, man merkt, ich bin gerade abgelenkt gewesen, weil ich mich gerade gefragt habe, warum unten rechts, da bin ich jetzt gerade drüber, das weiß ich, aber da steht rechte Maustaste verlassen. Denn ich dachte Tooltip-mäßig, ich müsste links und rechts gleichzeitig drücken und es ist auch wirklich so. Man muss links und rechts gleichzeitig drücken. Und neue Bekannte! Ich bin gespannt. Das kennen wir noch nicht. Was ist denn das? Wir rufen. Rakat, Pirat. Schwaches Fleisch, spröde Knochen, Blut oder Bares, Blut oder Bares. Möchte ich mich mit denen anlegen? Das sind Piraten. Die lassen mich doch nicht in Ruhe, wenn ich ihnen 40 Credits gebe. Zehn und Clown, splitternde Knochen. Oh oh. Nein! Hilfe! Kann man hier irgendwie weg? Ich versuche mich gerade mit allem, was ich habe, zu verteidigen und habe nichts. Okay. Ich glaube, einer ist tot. Und meine Schilde hinten sind komplett ausgefallen, ne? Zwei sind weg. Ah, okay. Kommt. Drei. Und ich versuche mal zu entkommen. Vielleicht gelingt es mir. So, das geht ja. Der Sprungantrieb geht ja nur, wenn die Schilde deaktiviert sind. Und bisher. Uiuiui. So, und jetzt versuchen wir natürlich. Abzustürzen. Ja, das war gut. Das war super. Piraten.
Die Piraten haben uns wieder. Ich versuch's. Ich hau ab. Au! Okay, ich muss mich verteidigen. Ich muss mal gucken, dass ich hier irgendwie wegkomme. Tankanzeige defekt, das ist nicht gut. Diese blöden, kleinen Schiffe hier, das ist nervig. Okay. Ich glaube, ich könnte mal eine Hüllenreparatur brauchen. Ganz ehrlich. Okay. Und weg. Und dann muss ich mir mal angucken, wie ich dieses Schiff hier wieder reparieren kann, weil ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe ein Problem. So sollte es nicht laufen und es kann sein, dass unsere Runde bald beendet ist, wenn das so weitergeht. Ich hätte zahlen sollen. Ich hätte zahlen sollen, ja. So, Außenhülle ist beschädigt, das wissen wir. So, sie hat Verbrennung, gebrochenes Bein, sie hat auch ein gebrochenes Bein. Wir haben nichts zur Reparatur. Habe ich hier irgendwas zur Reparatur? Also, wir haben einen mutierten Kadaver. Vielleicht kann ich daraus Medizin herstellen oder Medizin, wenn wir Glück haben. Probier's. Aha, dieses Heilmittel könnte nützlich sein. Okay. Das ist genial. Das ist gut, was er da gemacht hat. Aber das bringt mir noch nichts. Ich suche Treibstoff. Also man könnte jetzt hier ein Modul noch reparieren. Ich kann ja mal gucken. Gerät reparieren. Der Schiffsantrieb ist repariert. Das ist gut. Der Schiffsantrieb ist repariert. Okay, also unsere Mechanikerin hat zumindest den Antrieb repariert, aber dabei ihre, ihre Werkzeuge leider büßen lassen. Der Sprungantrieb geht noch genau einmal. Außenhülle ist beschädigt. Das ist ganz großer Müll hier gerade. Ich brauche Reparaturen. Und sie sind wieder da. Sie jagen mich wirklich. Das ist Mist. Okay. Ich glaube, damit haben wir es. Ja, noch ein Treffer oder so und wir sind tot. Das war's. Schade. Okay, also fürs nächste Mal habe ich gelernt, nicht sich mit den Piraten anlegen, sondern lieber Schutzgebühr bezahlen. War ja eigentlich logisch, aber ich hatte gehofft, dass man irgendwie entkommt. Missionstage 81, ich klicke mal hier auf Zurückspulen, ich bin gespannt, wo ich lande. Denn das müsste rein theoretisch die Mission weiterführen. In diesem Schwierigkeitsgrad habe ich nämlich die Möglichkeit, ich sag jetzt mal, Fehlentscheidung zu dirigieren. Er springt dann praktisch auf den Speicherstein davor. Der höhere Schwierigkeitsgrad wäre nämlich Ende gewesen. Das muss man jetzt auch so sagen. Dann ist beendet das Ganze. Eingehender Ruf. So, Menschen, wir halten. Was haltet ihr von einer Investition? Kann ich noch nicht machen. Soll er später wieder kommen? Ja, das hatten wir schon. Okay, das ist also das Gleiche, was wir hatten mit der Investition. Das ist nicht neu. So, und eigentlich müsste ich jetzt sagen, okay, das Spiel ist beendet, wir müssen neu anfangen. Ne? Einmal gescheitert und gestorben. Aber das wäre so schade, weil wir jetzt relativ gut bisher durchgekommen sind.
So, das bringt mir ja nichts, wenn ich da hinten... Ich muss mal kurz hier... Was? Ja, das sieht gut aus. Von der Geschwindigkeit sieht es gut aus. So, und das müsste dann hier... Den Abfangkurs, genau, das müssten jetzt die Piraten sein. Mal gucken. Sind sie? Das kennen wir schon. So, also Bares, ihr kriegt das. So. Singendes Metall, splitternde Knochen. Ciao. Sprich beendet. Ich hau ab. Ihr habt euer Geld. Ihr habt das größere Schiff. Ihr habt euer Geld. Haut ab. So. Und hier müsste ich jetzt nämlich reinkommen. Temperatur höllisch. Konvektion stürmisch. Lava gering. Nee. Wollen wir nicht. Gut, man hätte jetzt auch sagen können, man bezahlt die Piraten nicht und haut dann aus dem System ab. Wahrscheinlich wäre das die Lösung gewesen. Wenn die jetzt hier nochmal kommen und mich angreifen oder bestechen, dann würde ich sagen, was soll denn das? Aber nein, das tun sie nicht. Und bisher muss ich sagen, eigentlich ist das Spiel relativ fair. Denn es ist logisch, dass die Piraten angegriffen haben, denn sie haben ja auch das gesagt. Und ja, eigentlich ärgert es mich, dass ich jetzt hier neu angefangen habe. Also theoretisch hätte ich sagen müssen, okay, Lauf geht nicht, wir müssen neu anfangen. Das wäre sinnvoller gewesen. So. Aber wie gesagt, ist ja ein Let's Play, deswegen muss es ja weitergehen. Gravitation hoch, Fehlfunktion mehr. Irgendwie hat das doch keine Rohstoffe, das Ding. Ah.